Hallo zusammen und herzlich willkommen wieder zu RecoPlay mit dem Kevin und mir. Hallo. Und Kevin, heute begeben wir uns mal nicht in ein Gefährt, um uns vorzubewegen, sondern auf ein Gefährt, oder? Genau, wir wagen uns auf ein halsbrecherisches Gefährt, zumindest für uns wahrscheinlich. Ja, definitiv. Und fahren wir ein Skateboard oder lassen Skateboard fahren. Genau, und da gibt es ein Spiel, was in den 80ern vor allem wirklich so ziemlich jeder, glaube ich, vom Namen mindestens schon mal gehört hat. Ja. Aber die meisten werden es wahrscheinlich auch gespielt haben. Hier einmal Skate or Die. Und wir stellen euch heute zwei Fassungen von Skate or Die vor, einmal hier für das NES und einmal für den Game Boy mit dem Untertitel Bad and Red, also böse und radikal. Und die Spiele sind beide aus dem Jahr 1990 und haben eigentlich auch gar nichts miteinander zu tun. Nee. Denn das, außer das Skateboard. Außer das Skateboard, genau. Aber inhaltlich haben sie eigentlich nichts miteinander zu tun, denn die NES-Version hier ist eine Portierung des Electronic Arts Spiels von 1987, also ein paar Jahre davor, in dem man ja so verschiedene Disziplinen ja absolvieren muss mit dem Skateboard eigentlich. Ne? Das ist ansonsten auch noch auf dem C64, ZX Spectrum, Apple II und Schneider CPC erschienen. Und das Gameboy-Spiel ist tatsächlich exklusiv für den Gameboy gemacht worden. Und hier haben wir eigentlich ein Action-Spiel, Schrägstrich-Rennen, Schrägstrich Reaktionsspiel würde ich es fast sogar nennen. Also normal würde ich es ein Jump'n'Run nennen, aber es passt genau, ja nicht mal erst, aber so in der Richtung gleich ist es Jump angelegt. Jump'n'Roll ist es. Jump'n'Roll ist schön, genau. Jump'n'Roll nennen wir es jetzt einfach mal, genau. Was unterschiedliche Spielvarianten im Prinzip hat von den Leveln her, es gibt hier insgesamt 7 Stages und die sind immer oder fast immer wechselnd, entweder von links nach rechts fahren oder aus der Vogelperspektive von oben nach unten dann fahren. Aber da kommen wir dann entsprechend gleich nochmal drauf. Aber alles schwer. Alles auch schwer, auf jeden Fall. Wie Konami typisch zu der Zeit eigentlich. Stimmt, immer noch. Ja. Ne? Ja, das Skateboard. Kevin, bist du denn in deiner Jugend Skateboard gefahren eigentlich? Also ich habe hier und da mal probiert, aber ich konnte es nie. Ich war einfach zu blöd wahrscheinlich dafür. Ja, geht mir genau so. Also ich konnte rollen. Ja. Gerade Fläche, ebene Fläche konnte ich rollen. Das war's. Okay. Und stehen bleiben war schon schwierig. Das war bei mir genauso. Ja, nee. Also ich weiß, ich hatte auf jeden Fall ein Skateboard zu Hause mit, weiß nicht, 13, 14 war das wahrscheinlich. Aber also wenn es 5-mal war, wo ich da drauf stand, war das schon viel. Weil es ist nicht, also alles, was sich unter meinen Füßen bewegt, ist nichts für mich. Also auch meine Ex-Freundin hat damals vergeblich versucht, mir Inlineskaten beizubringen. Da habe ich mich das auch immer wieder nicht. Nur auf die Fresse das gelegt. Es ging nicht. Ich kann auch keinen Schlittschuh laufen. Also es ist alles, ich bleibe lieber auf dem Boden der Tatsachen sozusagen. Ja, meine Knöchel waren ein bisschen heilig. Die habe ich immer nur für was anderes gebraucht. Deswegen habe ich es dann noch nie weiter probiert. Ja, also zumindest beim Inlineskaten hatte ich ja Protektoren auch an überall. Ja, aber es war trotzdem, das war einfach auch frustrierend. Weil ich bin einfach nicht zurechtgekommen. Ja. Auf jeden Fall gibt es das Skateboard schon ziemlich lange. Also die ersten Vorläufer sozusagen gibt es schon so seit den 1910er Jahren oder kamen in den 1910er Jahren auf. Damals noch ganz pragmatisch, Boden von der Obstkiste rausgerissen und dann irgendwie einfach ein paar Rollschuhe drunter gedengelt irgendwie. Ne? Hieß dann, glaube ich, auch Asphaltsurfer zu der Zeit. Und so in den 50er Jahren hat es dann erst so ein bisschen, oder ist zumindest das Skateboard so entstanden, wie wir es heute auch noch kennen. Ne? Und es kam wohl aus Kalifornien ursprünglich. Ja, passt halt. Weil als Alternative zum normalen Surfen am Strand. Genau, weil sie das halt einfach irgendwie auch auf der Straße machen. Aber es hieß dann auch irgendwie Sidewalk Surfing, glaube ich. Also Bürgersteig-Surfen, genau, wenn man so will. Genau. Ne? Und in den 60er Jahren wurde das Ganze dann deutlich vorangetrieben. Also da gab es dann schon Firmen, die wirklich Boards hergestellt haben schon und auch sogenannte Endorsements mit etwas bekannteren Skateboardern schon hatten. Also Endorsement, wem das jetzt nichts sagt, das ist im Prinzip, die Firma sucht sich jemand halbwegs Bekannten aus, sagen hier, da hast du unser Zeug, promote das mal, du kriegst es auch alles umsonst. Manchmal kriegen die Leute dann auch was custom-mäßig zusammengestellt, also ein Custom-Board irgendwie. Ne? Ja. Man sagt, nee, meine Rollen müssen breiter sein oder die Fläche noch 3 cm, was weiß ich was, oder das Board dicker oder sowas. Ja. Und dafür repräsentierst du halt uns mit deinem Namen irgendwie unsere Marke und sagst, die ist ganz doll in der Öffentlichkeit. Ne? Und das ist tatsächlich schon so aufgekommen in der Zeit wohl. Mit sehr viel Kritik, wohl von den Medien, aber auch von besorgten Eltern, die auf die Sicherheit da gepocht haben. Weil sowas wie Protektoren und sowas gab es da tatsächlich wohl auch noch nicht in der Zeit. Ein bisschen sicherer wurde es dann so in den 70er Jahren,
wo dann der sogenannte Kicktail erfunden wurde. Also diese leichte Wölbung hinten an Bord im Prinzip. Und das ist bis heute auch absoluter Standard und in jedem Board mit drin. Und die Rollen sind nicht mehr aus gebranntem Ton gewesen dann, sondern ab den 70ern in so einem, so einem Hartplastik, also ein Polyurethan heißt es, glaube ich. Die Tonrollen haben sich wahrscheinlich dann, wenn man viel gesprungen ist oder so, sind sie gebrochen. Ich wollte gerade sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ein gutes Material für Rollen war, dass die viel ausgehalten haben auf Dauer. Ja, und in den 80ern ist das Ganze dann also richtig geboomt. Da ist das richtig in den Mainstream übergegangen. Und Tony Hawk, ein Name, der wahrscheinlich jedem was sagt, ist weltbekannter oder der weltbekannteste Skateboarder eigentlich, kann man sagen. Geworden. Ich glaube schon, Mit entsprechend einer großen Spielereihe auch. Ich glaube, die gibt es sogar bis heute noch, oder? Kommen da nicht heute auch noch Teile raus? Kann ich jetzt im Moment gar nicht sagen. Also ich bin da auch nicht drin, aber zumindest gab es viele Teile. Aber es ist auf jeden Fall eine der größten Reihen, auch die es auf jeden Fall dafür gab. Ja. Und gerade mit dem Skateboard verbindet jeder irgendwie mit dem Namen Tony Hawk. Ja, genau. Ja, und seit 2020, also gerade mal vor 3 Jahren, ist es anscheinend olympische Disziplin, Kevin, oder? Hast du mir irgendwas noch erzählt. Das hat ein Vögelchen gezwitschert quasi, genau. Nee, ist wirklich seit der letzten Olympiade in Tokio, ich muss gerade überlegen, wo sie eigentlich war, ist es jetzt olympisch, hat quasi 2 Disziplinen. Du hast quasi einmal... du hast einmal wie so ein Parcours, ich sag mal, übertrieben sie gesagt, haben sie gesagt, es ist wie so ein Schwimmbecken, damit du quasi verschiedene Tricks drin machen kannst. Also du hast 2 Läufe auf 45 Sekunden, wo du machen kannst. Ja. In der Zeit kannst du verschiedene Tricks machen und hast halt immer quasi wieder so diesen Ursprung von der Halfpipe, deswegen so die Art mit dem Schwimmbecken, dass du immer wieder Schwung holen kannst und immer wieder Anlauf nehmen kannst. Okay. Und es gibt die Variante noch, die heißt dann Street. Das andere ist übrigens Park, habe ich glaube ich eben nicht gesagt, Entschuldigung. Und die Street ist quasi das, was du ursprünglich einfach so machst. Du fährst auf allen möglichen Gegenständen, Treppen, Bänken, Geländer und so, wie es der Skater eigentlich quasi draußen so lernt. Ja. Okay. Und da gab es auch es gibt zwei Disziplinen, nach Männern und Frauen getrennt. Mhm. Aber wie gesagt, seit 2020 jetzt olympisch. Krass. Also habe ich auch nicht gewusst vorher. War ich tatsächlich etwas erstaunt auch. Nee, hatte ich gesehen damals, als sie es gemacht haben. Und halt, ist irgendwie auch teilweise eine sehr junge Sportart, weil bei den Damen oder Mädels, muss man dann sagen, waren die ersten 3, ich weiß aber nicht, ob es Park oder Street war, waren die jüngste war 13, die gewonnen hat. Und dann 14, ich glaube nochmal 13. Und auch die Siegerin, die Japanerin, war auch die jüngste japanische Olympiasiegerin aller Zeiten bisher. Okay. Mit den 13 Jahren, was ja... Verständlich ist, ja. Ja, krass. Habe ich nicht gewusst. Ja, die NES-Version hier, die hat tatsächlich auch sogar noch einen Nachfolger gehabt, namens Ski or Die. Also hat man das Ganze auch, dann... Ich habe es nicht gespielt, aber es ist, glaube ich, mit dem Snowboard. Mhm. Und du hast dann ähnlich wie im Ursprungsspiel auch verschiedene Disziplinen, die du halt dann im Bergischen irgendwo da mit Schnee irgendwas machen musst. Das Gameboy-Spiel hat tatsächlich auch noch einen Nachfolger gehabt, namens Tour de Trash. Also Skate or Die, Tour de Trash. Ist auch kein Jump'n'Roll, wie wir es jetzt getauft haben, mehr, sondern war dann, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen hatte, auch hier mit verschiedenen Disziplinen, die man dann machen musste. Okay. Also da haben sie dann das Spielprinzip des ursprünglichen Spiels doch wieder ein bisschen übernommen. Ne? Ja, magst du mal erzählen, was hier bei dem Spiel so zu tun gibt? Das ist ja relativ überschaubar tatsächlich. Ja, der Umfang ist gar nicht so groß. Ne? Wahnsinn. Wer hätte es gedacht? Nein, du hast wir fahren Rollschuhe jetzt. Genau, das auch. Nee, du hast quasi Du hast ein Hauptmenü, in dem du dich quasi bewegen kannst und da kannst du entweder deine Disziplinen einzeln üben oder du kannst einen kompletten Wettkampf einfach machen. Also du hast die ganz normale Halfpipe, wo du deine Tricks machen kannst. Du hast die Halfpipe, um quasi einen Highjump zu machen, das heißt, wie hoch du an der Messlatte kommst einfach. Ja, irgendwie. Genau. Ich habe jetzt überlegt, an der Rampe hätte ich jetzt gesagt, aber ich weiß nicht, ob du es genau so nennst. Genau. Und das andere ist Freestyle, was du meinst mit den verschiedenen Tricks, die man dann macht. Dann hast du Nummer 1, wo du quasi den Berg runterfährst mit verschiedenen Hindernissen. Ja, das ist der Race, genau. Oder man zwischen den Fähnchen durchfahren muss, genau. So wie beim Skiabfahrtslauf eigentlich. Ne? Dann hast du bei American Gladiator, würde man sagen, den Joust. Ja, richtig, mit dem riesen Wattestäbchen. Genau, den Pool-Joust heißt ja, weil man fährt tatsächlich in einem Pool umher. Ne? Also das ähnlich, was du eben geschrieben hast vor Olympia. Ne? Also das ist ein Schwimmbecken, genau, da, mit dem man da rumfährt. Ne? Ich sag mal, wenn du keine Halfpipe hast, ist das wahrscheinlich das Beste. Ja, darüber, auf jeden Fall. Die ist ja am Rand auch total steil und du hast ja nur unten ein bisschen gewellt oder gebogen. Ja. Genau. Und was hast du vergessen? Den Jam. So ein Hinterhofrennen, wo man gegen einen anderen nochmal spielen muss.
wo man dann entsprechend über Gullideckel springen, nicht durch den Zaun, sondern an der Öffnung vom Zaun durchfahren sollte und so weiter. Ja. Aber das klingt jetzt alles vielleicht noch mehr, als es ist. Es ist tatsächlich relativ kurz. Also, du hast es schnell durchgespielt. Ich denke auch. Also wir werden wahrscheinlich einmal eine Practice-Runde machen und dann einmal ein Spiel gegeneinander, aber das wird jetzt nicht ultra lang werden, denke ich mal, vom Gameplay. Ist halt kurzweilig, aber ist halt nicht so umfangreich da drin, aber trotzdem schön gemacht. Aber ich finde die Aufmachung halt ganz schön, weil man hat, man startet in so einem Shop quasi, mit dem Shopkeeper und kann sich dann da entsprechend, was du eben schon sagtest, entweder eintragen, wo man jetzt dran teilnehmen möchte, oder kann auch die Highscore-Liste angucken und so, das ist ganz cool. Und wenn man den Shop verlässt, dann ist man auf der Straße und hat 5 oder 6 verschiedene Straßen, in die man reinfahren kann. Und das sind dann die entsprechenden Übungsplätze, wo man das machen kann. Ne? Oder halt entsprechendes Tournament dann. Das ist auf jeden Fall sehr lustig gemacht. Ist es, ja. Sehr schön. Ja, schauen wir mal ganz kurz auf die Cover-Version hier von der NES-Version. Da gibt es gar nicht viel zu sehen, denn in Japan gab es keine Veröffentlichung des Spiels. Und in Amerika sehen wir es, der Veröffentlicher, der Publisher Ultra Games und nicht mehr Palcom, wie wir es hier in unserer europäischen haben. Das sind ja entsprechend die Veröffentlichungslabels von Konami gewesen, die dann unter Konami in der Regel in Japan veröffentlicht haben, in Europa dann unter Palcom und in USA entsprechend unter Ultra Games. Kommt natürlich nach wie vor von dieser Restriktion, die es damals gab. Wer für Nintendo arbeitet, darf, glaube ich, irgendwie maximal 5 Spiele pro Jahr raushauen. Ich glaube, plattformunabhängig war das tatsächlich sogar, also 5 Spiele in einem Jahr nur. Und das war für eine große Firma, Konami, wie sie ja auch damals schon waren, einfach viel zu wenig. Und so hat man das dann ein bisschen über Distributionswege mit anderen Firmennamen ein bisschen umgangen. Wie das rechtlich möglich war, ist mir bis heute ein Rätsel, aber okay, lassen wir es mal, lassen wir es mal so, wie es ist. Genau. Genau, hier hinten sehen wir auch schon, wie das Ganze hier stattfindet. Wie gesagt, hier ist dieser Shop. Ich muss mal hier ein bisschen mittiger vor euch hinlegen. Dieser Shop mit dem, auch ganz typisch für die Zeit hier, ne, mit dem, wer ist das, Irokesen oder was? Ne? Würde ich sagen, ja. Genau, dann hier, das ist dieses, die Halfpipe. Das ist dieser Jam, dieses Hinterhofrennen. Das ist das Race, wo es halt auch mehrere Wege gibt zu fahren, wobei es gar nicht so einfach ist. Und hier ist dieser Pool Joust hier noch. Ne? Wir sehen mal, das Spiel hat mal 29,50 Mark gekostet, relativ günstig. Ja? War wahrscheinlich, aber das ist auch schon der 1, 2, 3, der vierte Aufkleber, der vierte Preisaufkleber, der da klebt. Wenn wir sie jetzt alle abpitteln würden wir wahrscheinlich den Originalpreis von, ich weiß gar nicht, was NES-Spiele damals gekostet haben, aber an die 100 D-Mark wahrscheinlich auch, denke ich mal. Kann ich mir vorstellen, ja. Ja. Genau, und eine Sache hatten wir noch vergessen zu erwähnen, bei den Arten Race und Jam können wir jeweils zwischen Regular Foot und Goofy Foot wählen. Stimmt, ja. Also Regular Foot ist, dass du die Steuerung hast, wie es eigentlich gedacht ist. Das heißt, du drückst nach unten, glaube ich, zum Fahren, da links zum Linkslenken und rechts zum Rechtslenken und nach hinten, also oben zum Bremsen. Und mit Goofy Foot kannst du diese Steuerung genau drehen. Und da haben wir ja lustigerweise herausgefunden, dass du mit der Regular Foot total gut zurechtkommst und ich eigentlich fast nur mit Goofy Foot. Du bist mit der Goofy von uns. Ich bin der Goofy von uns. So sieht's aus, genau. Ja, dann schauen wir nochmal in die Anleitung kurz rein. Ich wollte gerade sagen, wenn sie dabei ist. Ja, sie ist dabei. Fertig. Die Spieleinleitung. Ja, lustigerweise hat man ja hier auch eine englische Verpackung. Man meinen könnte, okay, ist wahrscheinlich für Großbritannien oder sowas gewesen, ne? Aber ist tatsächlich mit einer deutschen Anleitung gekommen. Also da hat man dann nicht eine extra deutsche Verpackung nochmal für gemacht. Oh, den Streifen legen wir auch weg. Der stört gerade ein bisschen. Das Model-Frühstück, wie wir es schon öfters genannt haben. Ganz genau. So, willkommen in der Welt von Palcom. Nun sind Sie stolzer Besitzer von Palcoms authentischer Heimversion von Skate or Die. Genau. Willkommen in einer Skateboard-infizierten Welt. Also eine kleine Vorgeschichte hier quasi. Die Highscore-Grafik, genau, die kann man sich entsprechend hier auch im Shop angucken. Dann haben wir den Trainingsmodus, Practice-Modus, hatten wir ja schon mal eben erklärt, und den Competition-Modus, wo man jeweils die 5 Disziplinen ausführen kann. Schön extra eine Zeichnung hier. Ja. Nun geht es bergab, das heißt, so wird es ein bisschen, mein Motto. Genau, so wird gespielt hier. Und hier was über die Einstellungen Regular Foot und Goofy Foot, bisschen ausführlicher gemacht, als es notwendig wäre. Wie gesagt, es ist einfach gedrehte Steuerung. Ich wollte gerade sagen, aber also, okay. Man musste das Booklet irgendwie voll kriegen. Also, da war noch eine Seite übrig. Aber schön finde ich, dass hier wirklich einzelne Zeichnungen dran sind. Ne? Dann haben wir hier, improvisieren Sie bei der Freestyle-Herausforderung. Die Pumpzone, weiß ich nicht, ob das überhaupt so heißt oder ob das wieder eine freie Übersetzung ist aus dem Englischen. Das weiß ich auch nicht.
Genau, und hier haben wir die verschiedenen Tricks, die man machen kann. Ich finde es gar nicht so einfach zu machen, muss ich gestehen, weil man ja nach wie vor, glaube ich, irgendwie immer mit dem Vier-Wege-Taster rütteln muss oder sowas. Ja. Ne? Und wir hatten auch rausgefunden, bei mindestens einer Disziplin war es sehr von Vorteil, den Arcade-Stick zu Rate zu ziehen, anstatt des Nintendo NES-Controllers. Ich weiß nicht, ich glaub, mehr, beim Hochsprung auf jeden Fall. Hochsprung, weil du die ganze Zeit wackeln musst. Genau. Ne? Und dann das Einlocken ja quasi dann mit Taste drücken machst, glaube ich. Ne? Genau. Ja, und dann auch hier der Jam. Ganz nett finde ich, wenn man mal guckt, das sind tatsächlich nicht nur Screenshots, das sind gezeichnete Bilder. Tatsächlich, ja. Also sehr genau, finde ich, ja, aber es sind keine einfachen Screenshots. Also aber mit sehr viel Liebe. Da hat jemand tatsächlich echt nochmal richtige Bilder reingemalt, hier, die Anleitung. Mhm. Genau, der haarsträubende Hochsprung, wobei es hier auch egal ist, wobei es, glaube ich, nicht stimmt, weil hier hängt beim Hochsprung eigentlich noch eine Latte an der Seite. Ja. Und es ist aber egal, wo du einloggst, ob du rechts oder links bist, wenn du hochspringst. Ja, das geht beides. Du hast da halt nur einen Versuch. Du, wenn du sagst, das ist jetzt, ich drücke jetzt drauf, dann ist das, was zählt. Genau, aber wenn du das verkackt hast vorher, hast du Pech. Genau, aber man muss nicht meinen, nur weil die Latte rechts hängt hier, dass man nur rechts entsprechend einloggen kann. Das stimmt, das ist ganz wichtig. Genau, und hier der Pool-Jaw ist entsprechend hier, wie sie Überlebende der Pool-Party werden. Entschuldigung, ich habe mich in rechts den Acro-Eddy angeguckt. Der Acro-Eddy, der Bionic-Leste und Puzerpied. Schöne Bilder. Auf jeden Fall. Der sieht ein bisschen wie der Shopkeeper aus, finde ich. Genau, das ist der Sohn, glaube ich. Hat eine längere Haare an den Seiten. Naja, okay. das war es im Prinzip auch schon mit der Anleitung. Mehr steht da nicht drin. Aber alles drin, was drin sein muss. Alles drin, was drin sein muss, ganz genau. Und schöne Bilder. Und schöne Bilder auch noch. So sieht's aus, genau. Ja, wie gesagt, die Gameboy-Version ist ein ganz anderes Spiel. Die ist ein, wir gucken uns jetzt auch hier hinten das Ganze einfach mal an, ein Jump'n'Roll, wie wir es schon getauscht haben. Ich finde den Begriff gar nicht so schlecht eigentlich. Ne? Trifft es eigentlich, glaube ich, ganz gut. Es ist vor allem also wirklich ein Reaktionsspiel. Also man muss die Stages eigentlich kennen. Ich wollte gerade sagen, du musst üben, damit du genau weißt, wann was kommt, weil schnell mal handeln ist schwierig da. Ja, definitiv. Oder schnell mal handeln, schnell mal reagieren. Das ich weiß, was du meinst. Ja, genau. Und wir haben, wie gesagt, insgesamt 7 Stages, von denen die ersten 4 anwählbar sind direkt. Das heißt, mindestens 4 Stages können wir euch gleich mal zeigen. Die sind im Wechsel links, rechts und oben, unten. Na, du hast auch nicht so schlecht gespielt. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Stage 5 ist dann entsprechend nochmal vertikal von oben nach unten. Und Stages 6 und 7 sind dann wieder Sidescroller im Prinzip. Ne? Und, das finde ich aber ganz nett, dass du so ein bisschen diesen Wechsel drin hast. Ich mag sowas total gerne bei Spielen. Ich finde es total super, wenn immer sich in der Spieltechnik oder Mechanik irgendwas verändert zwischendrin. Dass du immer irgendwas anderes hast auf einmal. Das mag ich unheimlich gerne einfach. Mhm. Ja. Genau. Ansonsten, wie gesagt, Schwierigkeitsgrad extrem hoch. Man muss es im Prinzip auswendig lernen, um das Ganze zu können. Ja. Optisch hat das Spiel tatsächlich sehr viel Ähnlichkeit mit Castlevania Adventure auf dem Game Boy, wer das Spiel kennen sollte. Und selbst von den Sounds her und also auch von der Spielbarkeit, dass man wirklich nicht viel Zeit hat, auf einer runterfallenden Plattform nochmal zu rollen und dann zu springen. Du musst im Prinzip drauf und sofort weiterspringen, sonst hast du es nicht geschafft am Ende. Ja. Schwierig, schwierig. Genau, so, wir werfen ganz kurz mal, bevor es hier mit der Verpackung weitergeht, einen Blick auf die Coverversion, denn das ist ganz spannend. Es gibt auch da in Japan keine Veröffentlichung. Die europäische hat eigentlich hier dieses Pelcom-Logo drauf, weil wir gesagt haben, europäischer Vertrieb ist über die Firma Pelcom gewesen und haben dann diesen schwarzen schrägen Balken irgendwie noch oben mit drin. Ne? Das haben wir öfters bei Pelcom-Spielen, also auch zum Beispiel Turtles, nicht Hyperstone heißt, das war auf einer anderen Konsole. Turtles Fall of the Foot Clan gibt es zum Beispiel auch entsprechend mit so einer Veröffentlichung, wo oben dieses schwarze Kästchen mit drin ist. In Amerika hat man das entsprechend nicht drin. Wir sehen das Bild voll. Und da hat man gepublished unter Konami. Ja? Und es gibt eine weitere amerikanische Version, die aber ein Pelcom-Software-Aufkleber nochmal hat. Und wenn ihr jetzt ganz genau hinguckt, dann werdet ihr sehen, dass das die Verpackung ist, die wir hier in Europa eigentlich haben. Denn wir haben hier Pelcom draufstehen, wir haben hier Pelcom draufstehen, hier. Ja. Also man hat Konami überall überklebt, nur
Vorne hat man es anscheinend vergessen. Ja, vorne sieht es eher aus wie die US-Version. Genau. Also eigentlich hätte hier vorne wahrscheinlich auch noch ein Pelcom-Aufkleber drauf gemusst. Richtig. Wurde tatsächlich anscheinend übersehen. Oder sie hatten keinen mehr. Genau. Aber wir sehen hier noch, wir können beweisen, es ist in Deutschland verkauft worden damals. Richtig, genau, ja. So. Wir haben ja noch den Original-Karstadt-Aufkleber mit 69,95 Mark. Also der Standardpreis. Okay. Ich glaube nicht. Okay. Gibt es überhaupt noch Karstadt-Filialen? Nee. Ich glaube nicht. Oder? Ich glaube nicht mehr, ja. So, dann gucken wir mal hier rein. Wir haben das Karten und unsere Anleitung. Herzlichen Glückwunsch, jetzt besitzt du die coole, starke, super turbo-fantastische Version von Skate or Die. Batten Red für den Gameboy. Du solltest dir diese Anleitung jedoch gründlich durchlesen, bevor du die radikale Szene explodierst. Bevor du in die Rennen kannst. Ich wollte sagen, was? Hat noch mal was gefehlt. Ja. Was auch ganz interessant ist, wir haben hier auch wieder das amerikanische Sirocco. Mhm. Das ist ja eher so ellipsenförmig. Ja. Wobei man ja in Europa eigentlich immer die ganz runden Emblems hat. Ne? Also auch ein bisschen kurios, ne? Dass man jetzt bei den europäischen auch nicht das europäische Seal of Quality drin hat. Also warum auch immer. So, willkommen in der radikalsten Stadt der USA, wo Touristen und Terroristen aneinander geraten. Ich glaube, diese Anleitung ist wieder so ein Stereotyp für wir müssen auf den Putz hauen mit allem, was wir schreiben. Es gibt eine ausufernde Geschichte hierzu. Die Geschichte ist, glaube ich, dass unsere Freundin entführt wurde und wir müssen sie retten. Zumindest ist das die Endszene. Dass aber wir warum über Mädchen Skateboard? Ja, warum? Weil wir es können. Ach so, ja, stimmt. Die Suche nach Miss Ariel, das ist nämlich die wir retten müssen. Miss mit scharfem S? Die Miss, ja, auf jeden Fall. Da haben wir in der nächsten Folge von euch auch noch ein besonderes Schmankerl. So, ins Gras beißen, genau, Stacheln und sowas ist Instant Death sofort natürlich. Ja. Skateboard-Kampf mit dem Feind. Wir können mit unserem Skateboard, wenn wir springen, macht er das Skateboard so ein bisschen hoch. Das hat bestimmt irgendeinen skateboardischen Fachbegriff, den ich nicht kenne. 100%, ja. Damit können wir jedenfalls Gegner angreifen oder zum Beispiel Gegenstände zurückschleudern, die auf uns geschleudert werden. Ne? Genau, es gibt extra Leben. Und von den Kontrollen her ist es eigentlich relativ einfach. Mit der Taste A springen wir, mit der Taste B ducken wir uns auf dem Skateboard und die werden beide exzessiv gebraucht, beide Funktionen. Genau. Genau. So, hier kommen uns Hunde entgegen, wie gesagt. Ich finde, grafisch ist das auf jeden Fall sehr, sehr cool für den Gameboy. Mhm. Also das wirklich richtige Konami-Qualität zu der Zeit eigentlich, ne? Links, rechts, genau, der horizontale Modus. Und hoch, runter, der vertikale Modus. Damit es jeder verstanden hat. Damit es jeder verstanden hat. Also hier meint wirklich jemand, oder hier durfte sich jemand wirklich austoben in der Anleitung. Ja. Von den Anzeigen her ist es übersichtlich, Lebensenergie, Punkte und die Zeit, die uns zur Verfügung steht. Und dann haben wir hier die 7 Wunder von Elrads Welt, wohin noch kein Typ vorgedrungen ist. Mhm. Auch wir werden nicht bis zum Ende vordringen. So viel können wir schon mal versprechen. Spoiler. Genau, wie gesagt, das sind die ersten 4 Stages. Die können wir auf jeden Fall gleich zeigen. Wenn auch nicht bis zum Ende wahrscheinlich. Eher nicht. Dann geht es hier weiter. Auch nochmal mit Vertikal und dann 2 Sidescroller sozusagen. Ja, als letztes gibt es hier die Red Cave, die Rattenhöhle. Und das sind die Feinde des Staates. Also, naja, gut. Gibt nicht in jedem Level einen Endgegner, sondern nur in den seitlich scrollenden Leveln. Also die vertikal scrollenden Level haben keine. Ja. Darf ich gerade nochmal? Also sehr gerne, ja. Hast du eine Übereinkunft gefunden? Der Bionic Lester ist hier ein Endgegner. Ach ja, guck mal. Deswegen habe ich gerade eben überlegt. Auch wenn man ihn natürlich jetzt nur bedingt. Ja gut, er hat ja einen Hoodie und eine Maske auf, deswegen. Das stimmt. Und ein Messer in der Hand. Stimmt. Deswegen dachte ich eben, der Name kommt mir doch so bekannt vor gerade noch. Ja, ja, völlig richtig, ja. Genau, Häppchen, die du dir nicht entgehen lassen solltest. 300 vitaminreiche Punkte. Und wenn es blinkt, kriegst du sogar 2000. Ich glaube, man kriegt auch ein extra Leben ab einer bestimmten Punktzahl. Mhm. Das bringt hier entsprechend Energie wieder. Mhm. Das die ganzen Gegner, die uns hier erwarten. Finde ich aber auch schön gemacht, das immer so ein bisschen aufzulisten und dann einfach, finde ich gut. Ja, und wie gesagt, alles mit extra Zeichnungen für die Anleitung. Genau. Das finde ich halt auch immer ganz cool. Die Abschaumtonne. Ne? Genau. Wir sagen jetzt nicht, wer da drin ist. Die katzenfressende Ratte. Ja, das ist auch geil. Das sind deine unbeliebtesten Feinde. Ja, genau. Ja, gut, wunderbar. Und hier sehen wir, wie man angreifen kann, entsprechend mit dem Skateboard. Korrekt. Sieht aus, als würde es wehtun. Das soll es auch, ja, richtig. Mit Sicherheit. So.
Die Fachpresse war gemischter Meinung zu dem Spiel. Ich habe dummerweise 1990 ist jetzt die deutsche Fachpressenlandschaft noch nicht so ausufernd gewesen. Ich habe für jedes Spiel tatsächlich gerade mal einen Testbericht gefunden. Von der NES-Version war die Zeitschrift Powerplay nicht so begeistert. Die haben dem Spiel gerade mal 67% gegeben. Das ist nicht ganz so viel. Ja, war schon ein paar Jahre alt zu der Zeit. Vielleicht, ja, okay. Ja, aber ein bisschen mehr kann man dem schon geben. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen mehr hätte er schon verdient. Wobei man natürlich sagen muss, es hat tatsächlich keinen besonders großen Umfang. Ja, ja, das stimmt. Aber 67 ist so 3 minus, das finde ich auch ein bisschen hart. Naja, fast schon. Ja, genau. Und die Zeitschrift Video Games hier hat die Gameboy-Version mit 75% beurteilt. Ja, wäre tatsächlich fast sogar noch ein bisschen besser, finde ich, aber es ist halt frustrierend schwer. Das ist halt wirklich der das Punkt. Ist halt, also das ist es, da wirklich die ganze Zeit die Muße zu haben, sich jedes Mal von neuem durch die Stage zu beißen, weil man muss tatsächlich immer wieder von ganz vorne anfangen. Ja, wobei nicht immer, es gibt einen Rücksetzpunkt, glaube ich. Ich glaube, bei einem dann auch nur. Ja. Da musst du auch erstmal hinkommen zu dem. Genau, das ist auch nicht so ganz einfach. Ja. Genau, ja, wer die Spiele heute haben möchte, der muss für die NES-Version hier so ungefähr an die 40 Euro ausgeben für den Komplettzustand. Die Gameboy-Version ist wieder mal teurer, die kostet tatsächlich ungefähr um die 80 Euro heute schon. Die ist ja teurer, als wenn wir sie gekauft haben. Richtig, ja, sogar deutlich teurer, wenn man es mal umrechnet. Ja, heftig, ne? Ja, dann wünschen wir euch jetzt mal viel Spaß mit Skate or Die und Skate or Die Baton Red für das NES und den Gameboy. Bis gleich. TM and Copyright 1990, Konami Industry Co. Limited. Palcom Software. Hatten wir sogar hier extra ein Screen gemacht mit Palcom Software. Mhm. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Aber Skate or Die? Ja. Aber toll gepixeltes Bild, finde ich. Ist das, das kann auf jeden Fall was. Mhm. Genau wie die Musik. Ja, Musik gefällt mir auch sehr gut. Guck mal, ich soll Start drücken, da steht da. Key, nicht Kev. Nein, das ist ein V. Ja, drück doch mal Start, Kev. Oh, es geht ja sogar. Kannst du mal sehen. So, da ist unser freundlicher Shop-Besitzer. Ja. Achso, genau. Hier kann man jetzt gucken. So, what are you starting at? wir können hier im Shop auf die verschiedensten Sachen gucken. I keep only the best high scores. Dann können wir hier sehen. Wie sie sehen, alles sie nichts. Genau, weil wir noch nichts gemacht haben. Weil wir Nullen sind. Genau. Und was lernen wir auch daraus, weil wir das Spiel ja schon öfter gespielt haben. Es wird immer resettet. Wir haben keinen Batteriespeicher. Ja. Das heißt, er speichert sich das nur so lange, wie das Modul an ist. So lange, wie es an ist. Das heißt, wenn du jetzt mal einen richtig geilen Highscore machst, dann komme ich auszusehen auf die Reset-Taste und schon ist er weg. Genau. So, hinten sehen wir schon mal Board. Das hier ist einer von diesen Joust-Sticks. Use this Bopper in the Pool Joust. Someday you might be on a poster. Das ist auch cool, ja. Aber das ist, ich finde es von der Atmosphäre sehr cool. Das ist schön. Ne? Das gefällt mir echt gut. Genau, Sign-In können wir jetzt machen hier für das Tournament. Aber wir sagen erstmal gerade Practice.